Ich werde jetzt die nächsten Stunden ein bisschen gucken, wie ich das mache. Ich bin jetzt soweit fertig mit dem ersten großen Bild. Alles klar, ich bin fertig. Die Kamera sieht so aus. Was geht ab? Michael hier. Heute habe ich Bock, Pixel Art zu lernen. Ich habe bei Tomery gesehen, dass er diese kleinen NFT-Tierchen macht. Die finde ich ganz süß. NFTs will ich gar nicht machen. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu teuer, die zu prägen. Aber ich habe voll Bock drauf, das Pixel Art-Zeug zu lernen. Ich habe mir jetzt einfach mal angeguckt, wie groß diese Bilder sind. Ich denke mal 32x32 ist am entspanntesten. Weil je größer das Ganze wird, desto detailreicher wird das zwar, aber desto länger dauert so ein Bild natürlich auch. Und ich will jetzt in diesem Video einfach nur einmal zeigen, ich mache ein Objekt einfach so ohne Vorkenntnisse. Dann lerne ich ein bisschen und zum Schluss mache ich dann das gleiche Objekt nochmal und dann gucken wir mal, ob ich mich verbessert habe und hoffentlich, wo ich mich verbessert habe. Fangen wir einfach mal an. Bis gleich. Ich habe jetzt einfach mal hier ein weißes Blatt aufgemacht, 32x32. Probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich habe, wie gesagt, keine Vorerfahrung damit. Ich werde jetzt einfach mal die Kamera pixeln und dann probieren wir mal aus, wie das wird. Ganz grob soll das irgendwie quasi so aussehen, nur dann in hübsch. Das machen wir jetzt einfach mal. Als erstes brauche ich hier irgendwie die Linse. Also ich möchte schon versuchen, das mal hier ein bisschen dreidimensional zu machen. Irgendwie so. Vielleicht fangen wir mit dem Body an und nicht mit der Linse. So, jetzt ist das ungefähr die Größe von der Kamera. Und jetzt fängt die Linse her, wenn wir jetzt quasi einmal die Grundposition der Linse zeichnen. Ist die ja ungefähr hier. So, wenn wir jetzt anfangen, das ein bisschen runder zu machen, dann ist man dann ja irgendwann in dieser Form hier. So. Oh, langsam wird es eine Kamera, oder? So, wenn man jetzt hier raus irgendwie das hier so ein bisschen, dann muss das hier ja weg. Ja, guck mal, hey, das ging doch mega gut so. Also mit der Grundform anfangen und dann von da aus weitermachen. Ich glaube, ich lasse das einfach mal so. Ich bin da ganz zufrieden mit. Das ist nicht ganz perfekt. Aber ich glaube, als erstes Bild ist das ganz gut. So, und dann probieren wir jetzt mal irgendwie hier andere Farben aus. Wir können das ja hier einfach mal in der Farbe ausfüllen, erstmal das Gehäuse. So, und wenn wir das dann jetzt heller machen, dann wird das Ganze schon langsam, ja, hier drin noch so einen hellen Ring einbaut oder vielleicht so eine Sonnenreflexion. Ich glaube, das wäre richtig schick. Ich glaube, wir lassen es einfach erstmal so. Das ist jetzt meine Kamera, die ich gepixelt habe. Das ist nicht ganz perfekt. Ich bin auch nicht ganz damit zufrieden, aber ich glaube jetzt einfach mal als erstes Pixelbild ist das gar nicht mal so schlecht geworden. Perspektive ist drin, von daher. Es bleibt jetzt erstmal so. Ich werde jetzt die nächsten Stunden ein bisschen gucken, wie ich das mache, wie das noch besser geht und was man sich da angucken kann, um das zu lernen. Und dann male ich gleich nochmal irgendwas anderes und dann gucken wir uns mal an, was ich da schon mal gelernt habe im Vergleich zu diesem Bild hier. Weil, naja, es ist nicht ganz schlecht, aber seien wir ehrlich, es ist auch nicht wirklich ganz gut. Von daher, bis gleich. An dieser Stelle habe ich nun relativ lange Tutorials durchgearbeitet. Ihr findet einen Link zum ersten Part der Serie in der Beschreibung. Einige der Lektionen sind relativ simpel, wie zum Beispiel diese zum Ziehen der Außenlinien. Hier geht es darum, die Linien beim Pixeln möglichst filigran zu halten. Man sieht auf diesem Beispielbild, dass die obere eher klotzig und unsauber aussieht, die untere hingegen eher filigran und genau. Der Effekt wird dadurch erzeugt, dass an kurvigen Stellen die Linie dünn gehalten wird. Hier mal ein Beispiel. Um jeden Pixel herum befinden sich 8 weitere Stellen, um mögliche Pixel zu platzieren. Wenn man nun eine Linie zieht, dürfen sich in diesem 8er-Grid um einen Pixel höchstens 2 weitere Pixel befinden, außer natürlich bei T-Kreuzungen oder ähnlichem. Eine weitere super wichtige Information war, dass man online fertige Farbpaletten finden kann, die einem die ganze Farbauswahl extrem erleichtern. Es folgten weitere Lektionen, zum Beispiel zur Schattierung oder Farbtheorie, diese könnt ihr euch aber am besten direkt selber angucken. Im Endeffekt habe ich dann eine der Lektionen in Part 7, bei der ein Porträt gepixelt wird, einfach mal mitgemacht. So, ich bin jetzt soweit fertig mit dem ersten großen Bild. Ich habe jetzt tatsächlich einmal 64x64 gemacht, weil das in dem Tutorial so war.
Als allererstes habe ich mir Farbpaletten runtergeladen. Ich habe jetzt diese hier benutzt, die AAP64. Damit ich diese Farbpaletten gut importieren konnte, habe ich jetzt allerdings zu Photoshop geswitcht. Die ASE-Datei hier, die kann man da dann direkt importieren. Ich habe dann natürlich angefangen mit dieser Outline hier. Habe ich so ähnlich gemacht. Das Ganze sieht so aus. Ist jetzt noch nichts Besonderes. Von da aus habe ich dann weitergemacht und die richtige Outline schwarz hinzugefügt. Die Haare sind ganz bisschen heller outgelined als der Körper, das Kinn, die Augen und so weiter. Und danach habe ich dann angefangen, Farbe einzufügen. Dann sah das Ganze schon so aus. Ich habe auch schon ein bisschen mit Schatten gespielt und so, aber erstmal das Ganze noch relativ normal gehalten. Das Endresultat sieht dann so aus. Da bin ich auch ganz zufrieden mit. Ich glaube, das ist echt gar nicht mal so schlecht geworden. Ich finde das ganz süß. Dafür, dass das mein erstes großes Pixel-Art hier ist, bin ich schon ganz zufrieden damit. Ich werde jetzt erstmal wieder auf kleinere gehen und noch mehr Tutorials machen. Und hier habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal echt Schattierung gelernt. Das hat gut geklappt und das mit der Outline war auch nochmal gut, sich das anzugucken. So viel auf jeden Fall zu diesem Bild. Ich werde jetzt weitermachen und mir noch ein paar Tutorials angucken, noch ein paar Bilder malen und dann gucken wir mal, wie ich vorankomme. Später. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt auch ein paar Bilder gemalt, die zeige ich euch gleich mal, wenn wir wieder am PC sind. Ich denke, das hat alles relativ gut geklappt. Ich bin ganz zufrieden mit den Ergebnissen. Ich habe noch einen Ball gemacht, ich habe noch so ein Männchen gemacht und ein bisschen mit Schatten rumgespielt und dann habe ich zum Schluss noch einen Wildschwein gemacht. Und wenn ich jetzt gleich die Kamera nochmal wirklich komplett von vorne mache, ich denke, dann werden wir auf jeden Fall nochmal einen Unterschied zu dem ersten Bild, was ich vor ein paar Tagen gemacht habe, sehen. Ich glaube schon, dass ich jetzt ein paar Sachen gelernt habe, gerade so mit der Schattierung und dem Linienziehen und so. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich zeige jetzt mal, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Hier haben wir jetzt einmal das Porträt von Julia. Ich kann auch nochmal hier einmal das Original zeigen. Das ist natürlich noch ein bisschen hübscher. Ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Das ist auf jeden Fall ganz gut geworden. Habt ihr aber ja auch schon gesehen. So, habe ich hier einmal so einen Ball gemalt. Habe ich ein bisschen mit der Schattierung rumgespielt, je nachdem. Also das hier war die ich als allererstes gemacht habe, als ich gesagt habe, ich mache jetzt einfach mal einen Ball. Und das hier ist so ein bisschen die Schattierung, die in dem Tutorial empfohlen wurde. Dann habe ich noch einmal hier so einen Dude einfach gemacht, so einen Typen hier. Ja, es war erst eine Kugel und dann habe ich ein bisschen schattiert und dann noch ein bisschen dran gemacht. Aber ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das Allertollste. Und dann so zum Abschluss habe ich hier jetzt noch einmal einen Wildschwein gemacht. Das ist jetzt einmal ohne Hintergrund und dann habe ich noch einen Hintergrund dazu gemacht und das so ein bisschen verfeinert. Ich finde, das ist ganz gut geworden. So, das ist jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, Billy das Wildschwein. Mal so ein bisschen angelehnt an Tomerys Pixeltiere. Haben wir hier jetzt Billy das Wildschwein und ich finde, das ist ganz gut geworden. So, jetzt zum allerletzten Abschluss gucken wir uns einfach nochmal das allererste Bild an, was ich hier gemacht habe. Ich werde jetzt dieses Bild von dieser Kamera, werde ich jetzt nochmal machen, auch 32x32. Und dann gucken wir im Nachhinein mal, wie viel mein neues Pixelbild besser geworden ist. Ich glaube, dass ich letztes Mal mit dem Buddy zu malen angefangen bin, war gar nicht so eine blöde Idee. Dann mache ich den Buddy jetzt auch wieder als erstes. Dann lasse ich immer wirklich nur einen Pixel vom Rand. So, das ist jetzt soweit, wie wir gekommen sind. Ich werde das Ganze jetzt einmal auf Kamera weitermachen, weil das scheint noch ein bisschen zu dauern. Vor allem, wenn ich alles auch noch schattieren möchte und so. Wenn ich dann damit fertig bin, werde ich das Ganze dann noch einmal zeigen. Und dann sieht das hoffentlich genauso aus wie die Kamera. Bis dahin. Alles klar, ich bin fertig. Die Kamera sieht so aus. Ich bin da echt zufrieden mit und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der Kamera hier, dann kann man auf jeden Fall ziemlich sicher sagen, dass diese Crashkurszeit hier im Pixel Art Lernen sich definitiv gelohnt hat. Weil wenn man das hier mal mit dem hier vergleicht, ich meine, das ist ja wirklich, ich meine, klar, ich habe mir für das hier auch ein bisschen mehr Zeit gelassen als für das hier, aber das hätte ich trotzdem nicht hinbekommen. So, von daher. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis, das hat echt gut geklappt. Ich meine, ganz viel mehr als die zwei Bilder kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Ich kann jetzt ein bisschen pixeln. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Das gibt mir Feedback, ich freue mich auch über alles und das hilft mir vor allem mit dem Algorithmus. So viel auf jeden Fall zu diesem Video. Danke fürs Zugucken, checkt gerne die letzten Videos ab und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.